Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Layers of Fear. Und ich höre schon wieder die komischen Stimmen. Also wir sind hier zurück. Wir haben ein, weiteres, oder hier sind noch alle verschlossen. Das heißt, wir haben die oberen beiden Schränke schon mal fertig. Das heißt, ich würde jetzt mal behaupten, das war der Text. Zu einem Drittel ist das Ganze hier fertig. Ich weiß noch nicht so genau, was dieser, ich vermute mal, irgendwie ganz komische Maler ja davor hatte. Was sind das überhaupt für Texte hier? Habe ich die schon, ich weiß gar nicht, ob ich die schon gelesen habe. Hier ist nichts zu sehen, das geht nicht gut, du schwitzt und zitterst die ganze Nacht und hier ist nun wie üblich eingesperrt in der Werkstatt, die ganze Nacht, dann könntest du ja umfangen. Bla bla bla. So, haben wir das schon angeschaut? Ach, das da drin haben wir dann die Bilder, die wir so finden. Okay, das sind... verstehe, okay. So, ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal da raus und gucken mal, was uns jetzt erwartet. Zack, ist die Tür wieder zu und abgeschlossen. Also das ist Wahnsinn. Wer nur immer diese Türen abschließt... Da waren doch gerade noch... Habt ihr das auch... Da war doch gerade noch... Also es sah doch ausgeschaut, als wären da Ketten... Alter, es geht schon wieder los. Oh mein Gott. Oh Gott, es geht schon wieder los. Hier waren gerade noch Ketten. Jetzt fliegt hier durchs Fenster eine Vase. Also, okay, wir gehen mal hier weiter. Gut, nein, gehen wir nicht. Wir gehen wieder in die andere Richtung. Kann ich hier noch irgendwas öffnen? Ach ja, hier. Okay, das ist uninteressant. Hier noch. Okay, hier kann ich auch öffnen. Die Schubfeger, mal gucken, was hier drin ist. Mahlsachen, wer hätte es gedacht. So, dann haben wir hier auch nichts Interessantes. Auch nichts Interessantes. Machen wir mal wieder ordentlich zu. Ja, dann müssen wir wohl in diese Tür rein. Ich hab Bammel, ehrlich gesagt. Aber es hilft nichts, wir wollen ja irgendwann fertig werden. Dementsprechend gehen wir hier mal weiter. Hier liegen Briefe, aber die sind nicht für uns bestimmt. Zumindest können wir sie nicht lesen. Da sind wieder so Ketten. Das war doch... Das ist das gleiche, wie ich gerade schon gesehen hatte. Was ich gemeint hatte, an der Tür bevor. Oh, ich wollte gerade sagen, bevor die Vase flog und jetzt bewegt sich das Klavier. Ach, du... Schande. Hier ist wieder ein Brief. Über einen Jungen, der in einer Höhle aufwacht. Er findet eine mysteriöse Nachricht und eine Pistole. Dann reist er durch verschiedene Umgebungen. Wald, Felder, Fluss. Schließlich gelangt er zu einer kleinen Hütte im Wald, wo sich herausstellt, dass dies alles nur ein Produkt seines Unterbewusstseins gewesen ist. Hervorgerufen von einer traumatischen Kindheitserinnerung. Er tötete den Mann, der seinen Vater ermordet hat. In der Realität sabbert er in einem Irrenhaus vor sich hin, wo er die ganze Zeit gewesen ist. Verstehst du? Der Angelpunkt ist eine Spielerei, aber ich glaube, es funktioniert. Könntest du ein Storyboard für mich machen? Wenn du interessiert bist, werde ich dir die Details sofort rüberschicken. Ganz ehrlich gesagt, ich denke, dass du diesen Job annehmen solltest. Er wird gut gezahlt und es würde deine Gedanken ablenken von... Nun, du weißt schon von allem anderen. Bitte gib mir so schnell wie möglich Bescheid. Thomas Caldwell. Also immer wieder dieser Thomas, nein, ich gehe weg von dem Klavier. Und hier ist so dunkel. Warum ist das immer so dunkel? Wieso? Okay, nächste Tür. Äh.
Was gibt's hier? Seht ihr das da drüben auch? Die Lichter so? Oder spiegelt. Habt ihr. Also ich gehe davon aus, dass ihr das auch gesehen habt. Also ganz ehrlich, das Spiel nimmt mich ganz schön mit. Musik. Ist ja Wahnsinn. Wow. Ich habe mittlerweile echt Bammel, irgendeinen Schrank aufzumachen. Weil ich gar nicht weiß, am Ende fliegt mir wieder irgendwas entgegen. Und jetzt diese was auch immer das war. Und der ist in die Richtung. Also ich, okay, wir müssen da hindurch. Und hier ist nichts. Bewegt sich da der Raum? Ich gehe zurück. Okay. Einmal tief durchatmen. Und dann los geht's. Nein. Also hier ist nichts in dem Raum, ja? Nichts. Da ist eine Lampe. Und eine Tür. Wow. Kreative Blockade. Ich möchte mich jetzt gar nicht umdrehen. Ich muss. Hä? Was? Was zum Geier? Wo? Hä? Was ist hier los? Oh mein Gott. Okay. Hallo. Ich bin's, der Mann von der Allianz. Wir hatten einen Termin für heute. Ich stürze da bestimmt jetzt gleich runter. Möchte ich jetzt schon wieder fast drauf wetten? Oder irgendwas schießt hier quer rüber? Oder. Boah, ich habe keine Ahnung, was jetzt. Ich knall da bestimmt gleich runter. Die Musik war jetzt nichts Gutes. Ich will hier gar nicht ums Eck rum. Aber ich muss. Wow. Es ist so brutal dunkel hier. Hier geht's doch gar nicht weiter. Hier ist ein Fenster. Hallo? Hä? Wie? Ich muss mich rumdrehen. Don't forget. 9. Juni, vergiss es nicht. Okay. Hier hat sich doch schon wieder was verändert, oder? Nee. Ich habe langsam aber sicher echt schon Halluzinationen. Also. Wow. Freunde der Sonne. Also das Spiel ist nichts für schwache Nerven. Ja, das wollen wir jetzt gleich mal festhalten. Ja, aber die Kiste hier bekommen wir nicht auf. Warum auch immer. Da fehlt uns wohl ein Schlüssel. Ja. Okay, wir müssen jetzt wohl hier raus wieder. Oh!
Erinnert mich bitte daran, dass ich keine Türe mehr anfasse. Ich werde keine Türe mehr anfassen. Leute, ohne Scheiß, ich bin so froh, dass ich nicht mit Facecam aufnehme, weil die Gesichter, die ich hier ziehe, die Grimassen, das könnt ihr euch gar nicht anschauen. Also ich habe mittlerweile echt Respekt vor jedem Raum, in dem wir reingehen. Oder rausgehen oder wie auch immer. So, hier haben wir wieder eine Notiz auf jeden Fall. 15. September. Heute wieder neue Zettel. Sogar noch schlimmer als die davor. Das Traurigste darin ist, dass ich jedem Wort zustimme. Okay. Also, ja, keine Ahnung, was das für ein Mensch ist oder war. Ich hatte ja gesagt, ich fasse keine Türe mehr an. Ich habe schon eine. Ich hoffe, dass die nicht auch wegfliegt. Okay, jetzt sind wir wieder da, wo wir vorhin aus dem Zimmer kamen. Ich bin gespannt, was jetzt fliegt. Das ist nur der Regen. Halleluja, was ist denn hier los? Sag mal, wollt ihr mich verscheißern? Ihr wollt mich doch verscheißern, oder? Hier hat man schon aufgemacht, ne? Ach. Warum war hier vorhin abgeschlossen? Das ist doch nur ein Schrank. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also bei jeder Tür mittlerweile jetzt erwarte ich schon fast, dass ich zusammen. So, okay. Hier steht wieder was. Ich sehe es jetzt schon hier im Schatten. Oh mein Gott. Idioten, blinde Narren, Idioten. Okay. Einfallspinsel. Okay, einfach rum ums Eck anschauen. Was ist das? Okay, wenn ich mich jetzt rumdrehe, passiert irgendwas. Nee. Boah, ich werde langsam, glaube ich, echt paranoid hier. Ugly. Ugly. You ordered a true portrait, so that's what I painted, you fucking pleb. Maybe I need to kick some artistic sense in your stupid face! Okay. Das scheint ein ziemlich. Ja. Ich weiß nicht, also. Der hat nicht alle Latten am Zaun. Wie? Ich verstehe jetzt hier gar nichts mehr. Da kamen wir doch gerade her und. Okay. Da ging es doch eigentlich vorhin in unseren.
Raum. Okay, es geht hier weiter. Eine Galerie. Okay, es scheint eine Bibliothek zu sein hier. Ich versuch's erstmal hier. Okay, hier ist zugeschlossen. Das heißt, wir müssen nach unten. Okay. Also es war jetzt schon lange kein Schocker mehr. Ich erwarte eigentlich jede Sekunde den nächsten Schocker. Keine Ahnung, ein Bild, das wieder quer rüberfliegt oder irgend sowas. Das sind ganz schön düstere Bilder auch, wenn man das so teilweise so sieht hier. Okay, das sind Lampen. Ich hoffe, die kann man anmachen. Jo. Einmal. Kann man die auch anschalten hier? Ja. Licht. Okay. Freunde der Sonne, ich sage euch, ich bin tierisch angespannt. Das ist eigentlich kaum zu glauben. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das Spiel angefangen habe, hätte ich das so nicht erwartet. Also wirklich nicht. Überhaupt nicht. Nicht mal im Ansatz hätte ich erwartet, dass das Ganze hier so passiert. Also, es macht mich echt fertig. Okay, nehmen wir die Tür mit. Ja, ja, die willst zugehen, ich weiß schon, ich weiß schon. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Wow! Wow, was zum Geier? Ist das? Ich will mich nicht umdrehen. Das hat fast was von einem Telefon oder so. Boah, ist das brutal hier, ohne Scheiß. Was zum Geier? Was zum Geier? Was ist das da oben? Das ist doch hier hinter der Wand, oder? Habt ihr das gehört? Das war doch eine Tür oder ein Schrank. Ich bin doch jetzt schon einmal im Kreis gelaufen, oder? Das ist echt... Boah, mach mich nicht fertig, ey. Das ist der Wahnsinn. Auch hier Bilder. Hier war schon wieder. Das Telefon klingt hier unaufhörlich. Ich habe ja schon wieder den Schrank gehört. Ja. Es kann doch nicht sein. So, wollt ihr mich verarschen hier? Und vor allem ist immer das Gleiche hier drin. Ich laufe hier außen rum. Steht das Telefon wieder hier? Ja, sag mal. Ich glaub's nicht. So, und jetzt sind die Schränke wieder zu. Kann ich hier irgendwas machen? Nein, ne? Sag mal, da will mich doch echt jemand verarschen. Also, ich mache jetzt die Schränke gar nicht mehr auf. Nee. Hä?
Hey. Also ich werde langsam echt verrückt hier mit dem Telefon. Ich habe jetzt gerade keinen blassen Schimmer, wie es hier weitergehen soll. Dann mache ich halt doch nochmal einen Schrank auf. Will ich vielleicht irgendwas wieder sehen oder... Oder muss ich den Schrank vielleicht auch selbst wieder zumachen? Ist er da böse, der Geist? Was nuschelt der da eigentlich die ganze Zeit? Geh ran oder was? Oder? Ah, das kann ich doch noch lesen. Hier, okay. Sehr geehrter Herr, wenn ich ehrlich sein soll, kann ich nicht gerade behaupten, dass mich Ihr Schreiben überrascht hat. Mehrere Kollegen hatten mich bereits darüber informiert. Oh, dieses Telefon! Dass sie zuvor deren Meinung in dieser Angelegenheit hören wollten und während es vollkommen nachvollziehbar ist, dass Patienten eine zweite Meinung einholen, möchte ich doch meinen, dass 16 übereinkommende Meinungen ausreichend wären. Dennoch bin ich, aus Respekt Ihrer Frau und Ihnen gegenüber, den Fall noch einmal sorgsam durchgegangen und leider stimme ich mit meinen Kollegen überein. Unwillkürliche Muskelspasmen sind bei Patienten, die so starke Verbrennungen erlitten haben wie ihre Frau, nicht unüblich. Was sie als abartiges Grinsen oder enervierendes Kläffen beschrieben haben, wobei viele diese Ausdrücke verletzend fänden, könnte in der Tat eine Manifestation eines Nervenschadens darstellen. Die anderen Symptome, die sie erwähnten, scheinen keinen psychologischen Ursprung zu haben, sondern erscheinen eher psychologischer Natur. Traumatische Ereignisse können zu schweren Stresssymptomen führen, was nichts ist, wofür man sich schämen sollte. Bezüglich Ihrer Aufforderung an uns, Ihre Frau wieder hinzukriegen, müssen Sie begreifen, dass die Dinge, die sie durchgemacht hat, nicht einfach durch einen simplen medizinischen Eingriff rückgängig gemacht werden können. Es ist ein langer, beschwerlicher Prozess, der all Ihre Stärke und Unterstützung erfordert. Sollten Sie den Wunsch haben, einen Langzeitrehabilitationsplan mit mir zu besprechen, dürfen Sie gerne meine Kollegen oder mich kontaktieren. Hochachtungsvoll Dr. Med. Robert Richards. Noch so ein verdammter Quacksalber. So, jetzt haben wir das gelesen. Was ist jetzt mit dem verkackten Telefon? Das geht mir jetzt gerade tierisch auf den Seele. Okay, die Tür ist drüber, auf so ein Telefon kommt. Kann ich da jetzt hin, nachdem ich das gelesen habe? Nee? Gut, dann machen wir auch den nächsten Schrank auf und lesen auch das nächste Papierchen. Da ist kein Papierchen. Okay, jetzt einfach das Telefon. Ist gar nicht da. Kein Telefon da. So. Gut, das haben wir gerade schon gelesen. So. Zack, da ist das Telefon. Hallo? Jo, würde ich mal sagen, wir lassen mal das Telefon hier kurz klingeln, ja? Machen hier mal ein Folgenpäuschen. Ich rufe mal einen von der Telekom an, ja? Dass die hier ein wild gewordenes Telefon haben. Und... ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.